Hiermit rufe ich zum Stimmenboykott der Bundestagswahl 2013 auf. Meiner göttlichen Findung zur Wahrheit und die Zustände, auf die wir zusteuern, haben mich zu der Erkenntnis gebracht, mich nun nicht mehr zwischen Pest und Cholera zu entscheiden. Ich gehe zur Wahl, aber ich mache meine Stimme ungültig. Was passiert, wenn wir eine Wahlbeteiligung von 75% hätten und davon 25% der Stimmen ungültig wären, weil es keine Partei gibt, die sich für die Menschen in Deutschland einsetzt, sondern nur Parteien, die sich für, in Gänsefüßchen, Deutschland einsetzen? Wahlboykott interessiert doch nicht wirklich die Politiker. Wer zu Hause bleibt, bleibt eben zu Hause. Auch wenn nur 5% wählen gehen würden, hätte die politische Nomenklatura ihre Legitimation und das können wir nicht zulassen. Also rufe ich zur Wahl auf, denn wenn 100% wählen gehen und 60% ungültige Stimmen abgegeben würden, dann hätte diese Kaste und ihre Parteien diese Legitimation für immer verloren. Und wir können endlich diesen Staat neu und vor allem demokratisch aufbauen. Immer und immer wieder wird mit unserer Angst gespielt und wir werden permanent manipuliert. Wenn wir die nicht wählen, dann kommen die anderen dran und es wird noch schlimmer. Also besser das kleinere Übel wählen, dann wird es nicht so schlecht, denken viele. Doch was passiert wirklich? Es gibt die anderen nicht mehr. Alle sind sie gleich. Das beste Beispiel, die Rede von Per Steinbrück, es ging da um die Debatte zur Griechenlandhilfe am 27.02.2012. Kurze Auszüge daraus sind bei Phoenix übrigens zu sehen und diesen Link dazu, den werde ich in die Videobeschreibung mit einpacken. Guckt euch das an und aber vielleicht hat sich das mit dem Steinbrück jetzt eh erledigt. Wir schauen mal. Ja, was ist da passiert? Obwohl Herr Steinbrück haarklein erklärt, warum diese Strategie überhaupt nicht greifen kann und was da alles verkehrt ist, erklärt er zum guten Schluss die Zustimmung der SPD zu diesem Pakt. Hallo? Ratlosigkeit, Unvermögen, Staatsräson. Was wollen wir mit solchen Politikern und mit solch einer Politik? Bitte, ich hätte gerne Antworten. Wir als Bürgerinnen und Bürger müssen uns unseren Staat zurückerobern. Wir müssen die Kontrolle zurückerhalten. Diejenigen von uns, die sich nicht korrumpieren lassen, die ehrlich sind, die vertrauensvoll für die Menschen arbeiten wollen, haben im Politbetrieb im Prinzip gar keine Chance. Brauchen wir auch nicht, denn Politiker sind eine eigene Art von Menschen, die den Hang zur Selbstdarstellung haben, die Macht wollen und die auch entsprechend rücksichtslos handeln. So schaut's aus. Viele von uns können und wollen das nicht und es ist eine Illusion, dass wir eine Gesellschaft errichten können, in der Politik in Verantwortung vor den Menschen ablaufen kann. Gebt doch einem Menschen die Möglichkeit, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden, tun und lassen zu können, was er will, und ihr werdet das Grauen erleben. Wie wir es in der arabischen Welt erleben, wie es jahrhundertelang bis zur Zäsur 1945 in Europa passiert und langsam in Europa wieder passiert. Also brauchen wir eine neue Kontrollebene und diese müssen wir schaffen und mit entsprechenden Rechten ausstatten. Wir als Bürgerinnen und Bürger müssen mitentscheiden und dafür brauchen wir mehr Beteiligung.
Doch dafür müssen wir erst einmal ein Fanal setzen. Und dieses Fanal können wir zur Bundestagswahl im Herbst 2013 setzen. Meine Stimme bekommt ihr nicht. Haltet euch das fest im Hinterköpfchen. Stimmenboykott 2013. Meine Stimme bekommt ihr nicht. Stimmenboykott 2013. Fordert auf, wählen zu gehen und seinen Stimmzettel ungültig zu machen. In der Verwandtschaft, im Freundeskreis, auf der Arbeit und. Fordert auf, wählen zu gehen. Befreit euch von der Angst, es könnte schlimmer werden, wenn die oder die an die Macht kommen. So oder so wird sich nichts ändern. Es bleibt, wie es war und es ist, wie es ist, solange wir zwischen Pest und Cholera wählen. Ist doch logisch. Letztlich liegt es immer an uns selber. Wir lassen diese Politiker gewähren. Wir lassen die Banken gewähren. Wir lassen all das zu, was passiert. Und weil wir es haben schleifen lassen, weil es uns zu gut ging, deshalb konnte sich diese aus einem Brei bestehende Nomenklatura in allen Parteien festsetzen und die Macht übernehmen. Immer neue Parteien aus dem Boden zu stampfen, wird das Urproblem nicht lösen, die Parteien zu kontrollieren. Ich denke, also als erstes geht es darum, ein Fanal zu setzen. All die Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Politik nicht mehr vertreten sehen, das zu manifestieren. Ein Ziel, einfach und prägnant. Meine Stimme bekommt ihr nicht. Also was machen wir im September 2013? Unseren Wahlzettel ungültig. Und das kann jeder. Also bitte. Geht zur Wahl, macht eure Stimme ungültig. Ihr wisst jetzt mittlerweile warum, welche Möglichkeiten wir haben, was zu erreichen. Also ich bitte euch und dieses Video verteilt es. Verteilt es en masse oder macht selber in der Art, dass wir haben wir Zeit. Also ein knappes Jahr haben wir Zeit. Bis dahin müssen wir ganz viele Leute erreicht haben. Und ja, ich hoffe da auf eure Unterstützung und dass doch vielleicht eines Tages alles gut wird. Danke fürs Zuhören.